meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind im Auto mal wieder. In letzter Zeit, glaube ich, fange ich die Vlogs immer noch im Auto an. Oder so. Auf jeden Fall sind wir nicht komplett. Die Michelle ist nicht dabei, die wollte nicht mitfahren. Wir sind jetzt nämlich auf dem Weg, dem Patrick und der Luisa neue Reisepässe zu machen. Die sind nämlich dieses Jahr abgelaufen. Wir werden wahrscheinlich eh nirgends hinreisen ins Ausland, aber irgendwie habe ich trotzdem gerne immer alle Reisepässe aktuell. Deswegen ja, machen wir das jetzt. Und ja, ich hoffe, dass es schnell geht. Wie lange hat das offen, hast du gesagt? 15.30 Uhr. Die Fotos haben wir schon gemacht, also ich habe euch das gezeigt habe letztens. Schaut mal, sind die nicht süß? Die Fotos, die haben wir vor ein paar Tagen machen lassen. Und ja, das werden wir auf jeden Fall für die zwei Reisepässe machen. Und dann, weiß ich nicht, ich habe ein bisschen Bock, so klamottenmäßig was für mich zu schauen. Weil ich habe original nichts zum Anziehen. Ich schaue in allem einfach aus wie so ein, so als wenn ich in meinen Home-Klamotten ständig irgendwie rausgehen, oder? Was? Hörst du mir zu? Du bist ja meistens nur im Bett. Was, ja. Hast du noch Klamotten? Naja, das stimmt doch gar nicht. Ich bin nicht meistens nur im Bett. Aber... ja, okay, ich bin meistens schon nur im Bett, das stimmt. Aber trotzdem, wenn ich mal rausgehen will, dann habe ich nichts zum Anziehen. Furchtbar. Nur so Schlabber-Leggings oder so Schlabber-Sachen halt. Ja. Vielleicht... Ja, schauen wir kurz. Hast du Bock? Bock habe ich nicht ganz, aber okay. Ich habe aber nie Bock auf Klamotten shoppen. Aber das muss, das muss. Ich bin schon ein Fan von Shopping. Das definitiv nicht, nein. Geld ausgeben. So, meine Lieben, aus dem Reisepass machen wurde jetzt leider nichts, weil man braucht tatsächlich jetzt einen Termin und das wusste ich nicht, weil früher konnte man einfach so hingehen zum Rathaus und einfach Pässe machen. Es geht jetzt wahrscheinlich wegen Corona nicht und ja, deswegen sind wir weitergefahren. Wir gehen jetzt ein bisschen shoppen. Wir sind jetzt hier im Donauzentrum, das ist ein Shopping Mall. Weißt du, wo die. Noch eine weiter rauf. Familienparty. Ja. Mir ist ein bisschen übel. Nein, Mami. Nein, Mami. Magst du nicht shoppen? Hier? Ja. Nein, noch eine. Hier ist auch aber. Ich mag aber shoppen. Du magst shoppen? Ja. Ich mag shoppen. Ohne Brille. Ich ohne Brille? Ja, ich brauch's ja. Wir schauen mal, ob wir hier, das ist nämlich der Kinderpark, also der Familienparkplatz. Und es stehen die immer. Die meisten sind ja alle mit Familie, nicht wahr? Ja, voll. Ne, also es gibt voll viele Leute, die ohne Familie hier stehen. Das ist eigentlich. Ja, da muss ich eine runterfahren, oder? Willst du runterfahren? Ja, du könntest oder weiter rauf. Ey, da! Da ist ein Parkplatz. Nein, doch, doch. Und das ist aber nur eine, oder? Yes. Na, so ein Zuckerl haben wir noch nie gekriegt. Na endlich, der letzte Parkplatz, der Familienparkplatz. Das Lustigste ist, wenn man da so herumgeht und dann beobachtet die Leute, die zu ihren Autos gehen, die wenigsten haben ein Kind dabei. Die haben vor, ein Kind zu kriegen. Ich kriege da immer so einen Hals, weil wer kennt es nicht, wer viele Kinder hat und man ist mit so kleinen Kindern unterwegs, dann will man jetzt, ich könnte mich darüber stundenlang aufregen. Ich hasse diese Leute, die auf den Kinderparkplätzen an der Kinderbank, ja? Und das Baby schlafen, wenn es schon groß ist. Wir machen noch ein Kinderzimmer, Lara. Wir haben schon neue Pläne für einen Umbau. Noch ein Umbau. Ich freue mich schon, aber das werden wir euch noch nicht verraten. Mal schauen. Das ist eh noch nicht so dringend, oder? Papa! Ja komm, let's go. Der Papa hat sich ins Getümmel reingeschmissen. Nein. Ja, das ist lustig aus. Nur Frauen und dann du. Ich hab mir ein Kleid. Ja? Ich hab mir ein Kleid, dann schon. Das ist das, ne? Ja, es ist Unisex. Ja, kann doch jeder tragen. Du, seid ihr da, um mir zu helfen oder euch zu entertainen? So einen kleinen Sprung haben wir auch zum Depot gemacht. Ich habe mir so einen Schmuckständer gesucht. Gibt es hier aber nicht. Die Kinder haben was gefunden. Und der Papa ist hier mit Story machen. Ich schon. Das ist jetzt neue Influencer. Das ist für einen Schmuck. Das ist Schmuck aufhängen. Hoppala. Was macht ihr da?
die Lara sexy. Schau mal her, Lara. Oh. Lisa, jetzt ist er so. Warte, schau die Lisa. Das ist so süß. Okay, Macarena? Eigentlich wollte ich hier Kleider für mich schauen. Wir waren jetzt original 5 Minuten einkaufen und kurzen Zwischenstopp. Was tue ich mal? Ich nach Klamotten einkaufen. Aber ich habe so einen mega Hunger bekommen, deswegen haben wir jetzt einen kleinen Stopp bei My Indigo gemacht und haben uns so Bowls bestellt. Sieht mega lecker aus, oder? Yummy. Papa und Patrick haben was Veganes. Und meins ist ein Red Thai Chicken Curry. Ist ein bisschen scharf, aber nicht so schlimm. Ich hoffe, ich vertrage es gut. Aber da ist so viel drinnen immer, gell? Das könnten locker 2 Menschen essen bei mir. Wir haben gerade so viel nüsslich gelacht, aber Papa hat gesagt, er geht nie wieder mit mir raus. Erstens, ich gehe nur 2 Minuten einkaufen, dann will ich schon was zum Essen. Jetzt muss ich wieder auf Toilette. Macht keinen Spaß, oder? Hey, hast du mein Lachen? Nein, Spaß haben wir auch nicht gemacht. Ja, aber dafür kann ich nichts. Anstatt Klamotten warst du beim Deko-Trick. Und das Essen habe ich auch nicht aufgegessen. Der Papa muss mein Essen aufessen. Schmeckt? Ja. Der Papa hat gesagt, er möchte noch eine Portion. Gehen wir da noch Klamotten schauen? Schon, oder? Warte, du bist noch aus dem Haus rausgegangen, um zu essen. Mit Klamotten? Oh, mein Mann. Ich geh nicht wieder mit dir Klamotten. Papa, los. Na gut, dann schauen wir noch kurz zum H&M und fertig. Ach so. Wie hast du das geschafft? Sie hat so gemacht. Ach so? Papa hat ganz hübsch aus mit deinem blauen. Oh, wie lieb. Ah, warte, ich habe Haare, die ziehen nicht so. Und ich bin fündig geworden in diesem Geschäft, kannte ich nicht, Terra Nova. Habe ich echt ein paar coole Sachen gefunden. Zeige ich euch dann, was es geworden ist. Dann zu Hause. Der Papa geht jetzt Fahrrad fahren. Wir sind zu Hause angekommen und. Papa, der geht doch nicht mit? Der geht Fahrrad fahren, der Papa. Ey, Finger weg. Viel Spaß, Daddy. So, hier wird jetzt eine Runde herumgehopst. Ja. Hopsi, Bopsi. Ich bin ein Känguru. Ach so. Nein, ich bin das. Oh, Luisi. Lara! Na gut. Die Luisa ist auch ein Hase, schau. Das geht so nicht so. Bist du auch ein Hase, Luisa? Die zwei Kleinen spielen so schön hier jetzt in der Sandkiste. Ich sag's, ich finde das so richtig schön, weil die zwei sind ja so knappe 3 Jahre auseinander. Da merkt man so richtig, wie schön die miteinander spielen können. Ist der ein Blumi? Ja, für dich. Oh, danke schön. Wieder magst du auch regnen? Willst du was kochen? Lara, du mal spielen, lass die Blume. Du willst jetzt was kochen? Ja. Oh, schön. Ich mache eine Suppe. Eine Suppe? Ja, eine Suppe. Was? Ja, lass da.
Ja, lass das. Ich glaube, da müssten wir mal ein bisschen den Sand wieder pflegen, weil da schaut schon das Unkraut raus. He? Ja, ich habe mal was. Wir müssen mal noch vielleicht ein bisschen einen neuen Sand noch nachkaufen. Ja. Du musst eh nicht angeln, hab Michael, du da Wasser, die gibt. Nein, das hat ja jetzt auch geregnet, ne? Deswegen. Mama! Ja, Baby? Naja, komm, den die. Die Mädels alle so bequem. Hol es dir, wenn du es willst. Schön spielt ihr da. Macht ihr Essen? Ja. Mama, ich hab jetzt den Mini-Löffel haben. Und jetzt hat sie ihn dir weggenommen? Ja. Magst du die Suppenkelle haben? Nein, die ist voll dreckig. Okay, das ist nur ein bisschen Sand. Was ist das? Weiß nicht, sag mal. Ah, riech mal. Nur Unkraut. So, ich chill jetzt auf jeden Fall hier in der Nestschaukel. Ich habe mir auch eine Banane genommen von draußen, von drinnen. Und werde hier den Kindern beim Spielen zuschauen. Und dann, wenn ich reingehe, zeige ich euch nochmal die Sachen, die ich gekauft habe. Ich bin so happy. Ich kannte diesen Laden gar nicht. Und hab doch einige nette Sachen gefunden. Bin sehr happy darüber. Ja. Wir sind jetzt im Haus und ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch noch, was ich gekauft habe. Übrigens, ich kannte dieses Geschäft gar nicht. Terra Nova. Ganz neu. Also für mich ist es neu. Also ich muss ja sagen, ich gehe jetzt auch nicht so oft in Shopping Malls herumlaufen, bummeln. Deswegen, vielleicht gibt es eh schon länger und ich kenne mich nur nicht aus. Aber ich habe das von draußen so optisch angesprochen. Da könnt ihr vielleicht was finden. Ja, das erste Teil, ich habe natürlich diesen Latzhosenrock mitgenommen. Ich fand den nämlich so cool. Vielleicht mit dem weißen T-Shirt nicht, aber mit einem anderen Unterteil besser. Man muss es ein bisschen enger stellen, weil es war viel zu locker. Und der hat gekostet 20 Euro. Ich habe ihn in der Größe XL genommen, so die meisten Sachen. Alles raus. Ich muss ihn mir den mal pflücken. Dann habe ich dieses coole weiße Shirt mitgenommen. Das hat einen coolen Schnitt und es ist schön weit. Das heißt, ich kann es in der Schwangerschaft gut anziehen. Ich mag ja nicht so gerne Schwangerschaftsklamotten, weil die kann man ja dann nie mehr anziehen. Und deswegen habe ich das T-Shirt auch in XL. Da steht Strange drauf. Mir hat der Cut ziemlich gut gefallen, also der Schnitt. Deswegen habe ich mir das gleiche nochmal in Schwarz geholt und da steht Dreamy drauf. Und die T-Shirts sind vergünstigt auf 5,99 €. Also 6 Euro habe ich jeweils gezahlt. Dann habe ich mir dieses Blumenkleidchen mitgenommen. Das fand ich nämlich echt süß. Ich habe es auch in Weiß probiert, aber ich fand es in Weiß nicht so cool. Hat einen komischeren Schnitt hier bei den Ärmeln. Haben so, waren die Rüschen irgendwie betont. Das hat vielleicht auch noch komisch ausgesehen wegen dem Weiß. Keine Ahnung. Mir hat es aber in dieser Farbe besser gefallen. Deswegen habe ich es in dieser Farbe genommen. Und es hat gekostet 15 Euro. Also 15,99 €. Ist auch okay, gell? Also das geht. Und dann habe ich mir noch so ein schwarzes, es ist so ein anliegendes Jersey-Shirt, Kleid. Fand ich ziemlich cool. Und es hat gekostet 7,99 €. Also richtig cool. Das hätte ich mir gerne auch in einer anderen Farbe geholt, aber es gab es leider nur mehr in Schwarz. Deswegen, ja, ich fand die Sachen, ein paar Sachen habe ich jetzt. Shirts und ich habe mir auch schon vor ein paar Wochen einige Sachen gekauft. Ja, mal schauen. Ich will mir jetzt auch nicht zu viele weite Sachen kaufen. Deswegen, ja. Ich habe jetzt gleich schon 55 Euro ausgegeben. Also alles okay. Und die Hunde sind jetzt bei mir. Ich werde mich jetzt aber ein bisschen ausruhen gehen. Ich werde jetzt noch die Sachen aufräumen. Der Papa ist noch immer nicht da. Ich bin noch mit dem Fahrrad unterwegs. Die Kinder spielen jetzt ganz brav und wenn noch was essen, was Kleines. Und dann, ja. Wollte ich mich aber trotzdem jetzt schon mal vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Also, bis dann. Tschüss.